Hi, also ich glaube, ich bin der Campino aus Düsseldorf, Sänger der Toten Hosen. Und du bist halt in einer total ungewohnten Rolle hier. Ja. Du singst ja normalerweise logisch, heute wirst du lesen, nämlich exklusiv für 30 Ö3-Hörer, die schon ganz aufgeregt sind, auf dich warten. Jetzt weiß ich, du hast irrsinniges Lampenfieber, wenn du auf der Bühne stehst. Ist Lesen einfacher? Sicherlich nicht einfacher, aber ich kann nicht singen und habe trotzdem Erfolg, deshalb rechne ich mir auch beim Lesen was aus. Und zumindest hättest du es seit der Volksschule geübt, oder? Ja, wir kriegen das schon hin. Für mich stand das auf einer der Top 3 Dinge meiner To-Do-List im Leben, dass ich den Campino einmal im Leben treffe und das kann ich heute dann abhaken. Und heute ist es soweit? Ja, heute ist es soweit und ich freue mich schon riesig drauf. Wenn irgendwo Campino oder die Toten Hosen sind, dann muss ich hin, das ist klar. Deine Fans warten, die spazieren hier die ganze Zeit aufgeregt rein. Ich freue mich wahnsinnig auf den heutigen Abend und bin mir sicher, dass wir alle eine gute Zeit verbringen werden. Ladies, Gentlemen, Campino! Also ich bin ja gekommen, um euch ein bisschen aus diesem Buch vorzulesen, das der Philipp Irnkel bei uns geschrieben hat. Am Anfang war der Lärm, heißt das. Es ist hat nichts mit mir zu tun, aber ich bin letztendlich nicht verantwortlich dafür. Und dann habe ich dieses tolle Angebot bekommen, da möchte mich jemand beim Vorlesen hören. Das will noch nicht mal mein Sohn. Also habe ich die Situation sofort am Schopf gegriffen und gesagt, ich mach's. Aber ich habe mir die Texte umgeschrieben, weil ich es irgendwie ein bisschen lächerlich finde, hier vor euch zu sitzen. Und dann, der Campino hat letztlich, ich musste das also umschreiben, deshalb sind das jetzt so Zettel. Mit den Toten Hosen habe ich über dieses Haus später ein Lied geschrieben. Es handelt von meinem Aufwachsen hier, von den streitenden Eltern und den 5 Geschwistern. Ich habe es leicht verfremdet, wie ich es meist bei persönlichen Liedern mache. Das heißt, unser Haus entstammt aus dem Jahr 1999. Ich summe das jetzt mal so ein bisschen blöd. 6 Kinder haben hier mal getobt, immer bis mein Vater heimkam. Und wenn er uns nicht schlug, dann liebte er uns und dafür waren wir ihm dankbar. Ja, habe ich gelernt zu lügen, zu streiten und zu intrigieren, zu vergeben und vergessen, zu gewinnen und verlieren. Es gab Enttäuschungen und Tränen, obwohl ich meistens glücklich war. Mit unserem kleinen Vorstadtleben in unserer Nachbarschaft. Das hört sich jetzt leicht schief an. Aber das ist jetzt leicht schief, weil ich nicht singen kann, sondern selber noch so gerührt bin. Also unsere große Tour zu Kreuzzug ins Glück, die wollten wir weitestgehend nüchtern spielen. Zumindest sollten keine Auftritte daran scheitern, dass einer oder mehrere von uns, wie zuletzt häufig der Fall, nicht mehr in der Lage wären zu spielen. Fatal wurde es immer, wenn wir die Feuerlöscher entdeckt haben. Die haben immer alles sehr teuer. Es sei denn, man war so genial wie unser erster Drummer, Trini Trimper, der seine Feuerlöscherschäden einfach immer der Versicherung gemeldet hat. Er hätte 2-3 kleine Bier getrunken, wäre in sein Hotelzimmer gekommen, als jemand Feuer gerufen hätte und er geistesgegenwärtig den Feuerlöscher im Flur vom Haken gerissen und sofort in ein benachbartes Zimmer gesprüht hätte. Deshalb waren die Verabredungen wichtig, dass man so gegenwärtig gesagt hat, wir müssen uns jetzt entscheiden, wollen wir eine Band sein, eine professionelle, und wollen wir dem Publikum das bieten, wofür es bezahlt, oder schmeißen wir hin? Ja, sagen wir so, es gibt ein Kapitel in dem Buch, das sich über 80 Seiten zieht. Da habe ich mir ausgenommen, da habe ich dem Autor gesagt, das möchte ich selber schreiben, weil es hier wirklich auch konkret um die Wahl geht. Das Kapitel heißt, wie war ich? Und da geht es um meine Sexaffären. Der Verlag hat es gestrichen. Und natürlich ist man auch hin und wieder abgestürzt und mit denen im Bett gelandet, aber das war auf Augenhöhe. Das waren dann nicht Fans, sondern man hat sich gegenseitig gefallen. Ich habe mich gerne verliebt damals. Ich war jeden Tag verliebt. auch teilweise total unglücklich und so.
Ja, weil überall, wo wir hinkamen, wenn du da, war ein nettes Mädchen am Tresen und so. Und meistens war dann ja, ach, ihr aus dem Band, ihr wollt da immer nur dasselbe. Und dann waren die, ja, dann durfte man da nett mit denen reden oder auch mal kuscheln. Aber Und wisst ihr was? Es kam ja auch nur darauf an. Es war sensationell. Das Geniale war eigentlich, dass er hat nicht nur aus dem Buch gelesen in seiner persönlichen Art und Weise, sondern er hat auch mit uns nur geplaudert. Und das ist, glaube ich, noch viel interessanter, als wenn er nur das Buch gelesen hätte. Wir haben Fragen stellen dürfen. Also ich habe, glaube ich, sehr viel gefragt und ich hoffe auch nicht das Blödeste gefragt, sondern auch für alle anderen interessant. Es war einfach genial. Möchte ich nicht missen, werde ich nie vergessen. Und ein ganz großes Dankeschön an den Campino und an alle, die das ermöglicht haben, dass wir da dabei sein haben dürfen.